Heute möchte ich mit euch Büchlein machen, und zwar so in dieser Art hier. Ich habe mir hier jetzt zwei schon mal davon gemacht. Und zwar ist das Papier, fühlt sich aber an und sieht auch ziemlich ähnlich oder ja, sieht fast wirklich wie Leder aus. Und vor allem fühlt es sich eben auch so an. Und ja, da habe ich mir jetzt zwei Büchlein gemacht, beziehungsweise eins für mich und eins will ich verschenken. Und ja, habe mir noch ein paar Papiere vorbereitet, dass sie sich eben auch so ledrig anfühlen. Und theoretisch ist das Ganze nicht wirklich schwer. Und ich dachte mir, ich mache das heute mal mit euch. Und ich möchte ein schwarzes machen. Und dafür brauche ich so ein Pappkarton. Also ihr seht, der ist hier noch ziemlich stabil. Und was ich auch noch machen möchte, und zwar habe ich von meiner Bestellung für meine Mixed Media Sachen bei Finnebear, das ist diese Firma, und die machen super tolle Sachen für Mixed Media. Also ich habe im Internet, ich könnte mich dumm und dusselig kaufen. Ich habe da so viele Sachen gesehen von dieser Firma. Und ja, auf jeden Fall habe ich mir hier vorne, wie ihr seht, von der Schachtel diesen Schmetterling hier ausgeschnitten oder diese Motte, weil ich die einfach so schön fand. Und da möchte ich dann auch so ein Teil machen, was man vielleicht später auf das Buch draufkleben kann. Und das möchte ich eben auch in diesem Leder, in dieser Lederoptik haben. Und deswegen habe ich es mir eben abgeschnitten oder ausgeschnitten und will es dann auch behandeln. Okay, die beiden Sachen kommen jetzt erstmal an die Seite. Was ihr braucht Glycerin. Und mein Glycerin habe ich mir bestellt bei der Firma OWL Dampfer. Und ja, theoretisch ist das ein Teil eines Gemischs für E-Zigaretten zum Verdampfen, wobei das VG Glycerin ist und dann gibt es noch PG und das ist dann das Polyglycerin. Und wir brauchen hier aber nur Glycerin, deswegen habe ich mir VG, also ich werde es euch unten einmal verlinken. Hier ist ein Aufkleber drauf mit 5 Litern, das sind aber keine 5 Liter hier, also kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Dafür ist die Flasche doch ein bisschen klein. Es ist zwar doch relativ schwer, aber ja, ich bin der Meinung, die haben hier den falschen Aufkleber drauf gemacht, aber ist ja auch nicht weiter wild. Und das ist halt relativ günstig von dieser Firma. Und wie gesagt, ich packe euch unten mal einen Link rein, dann könnt ihr mal nachschauen. So, okay, dann. Das braucht ihr. Dann braucht ihr eine Sprühflasche. Ich habe hier jetzt leider nur so eine kleine. Und ihr braucht Wasser. Und ganz gut wäre, wenn ihr etwas habt, wo ihr euch das ein bisschen abmessen könnt. Und dafür habe ich dann hier so einen Messbecher. Und ihr braucht zwei Teile Glycerin und ein Teil Wasser. Also theoretisch einfach nur das Doppelte an Glycerin, was ihr an Wasser habt. Und ich werde jetzt, ja, ich habe hier leider nur so eine Mini-Sprühflasche, da passt nicht so viel rein. Ich muss mir irgendwie mal größere Sprühflaschen besorgen. Und mache mir hier jetzt bis 0,5, weil ich eben jetzt nur so groß abmessen kann in diesem Becher. Und ich werde das aber öfter verwenden, deswegen ist es nicht so schlimm. 0,5 und dann fülle ich das Ganze bis 150 Milliliter auf mit Glycerin. Ja, und mit dieser Mischung, da komme ich bestimmt einen Monat hin, um mir ganz viele Papiere einzuledern, sage ich jetzt mal. Weil ich habe festgestellt, dass eigentlich immer eine so eine Sprühflasche voll hier völlig ausreicht, um ein komplettes Blatt zu bearbeiten. So, und jetzt nehme ich mir hier mal irgendwas, womit ich hier ein bisschen rühren kann. Irgendwas, was mir hier gerade so in die Hand kommt. Und vermische eben das Wasser schön mit dem Glycerin.
Ja, und das Wasser bricht quasi die Oberfläche von dem Papier auf. Und das Glycerin macht dann anscheinend dieses, dass sich das so weich anfühlt. Also ich würde sagen, wenn man das gemacht hat, wenn das dann weich ist und dann getrocknet ist, dann fühlt es sich so ein bisschen an. Kennt ihr diese alten wie Lederlappen, diese Lederlappen, die man zum Fensterputzen benutzt hat? So fühlt sich das an, wenn man die dann, wenn die getrocknet sind wieder, also die Papiere. So, jetzt füllt ihr das in eure Sprühflasche. Und dann sprüht ihr einmal alles ordentlich voll. Ja, und wenn ihr farbiges Papier habt, dann empfehle ich euch, zieht euch Handschuhe an, weil das kann sonst doch schon mal abfärben. Ja, und dann nehmt ihr eure Hand und verschmiert das eben schön. Und ihr seht ja dann, wo noch nichts hingekommen ist. Und da sprüht ihr dann eben auch noch mal hin. Und das war auch nicht die einzige Schicht, die ihr drauf gesprüht habt. Also das macht ihr öfter. Und ich reibe das jetzt einmal alles überall so ein bisschen rein. Und wenn es so einigermaßen eingezogen ist, dann seht ihr schon, kriegt das hier jetzt schon so einen schimmrigen Glanz. Dann drehe ich mir das Ganze um und mache das gleiche von der anderen Seite nochmal. Ja, und wie gesagt, ihr macht das öfter, also das ist nicht auf jeder Seite einmal und dann ist es gegessen. Also ich verbrauche schon für so ein Blatt fast das ganze Fläschchen hier. Ich denke mal, hier sind so 10 Milliliter etwa drin. Bisher habe ich so in etwa so ein Fläschchen immer verbraucht. Also ich sage mal so 3 bis 4 Mal pro Seite. Ja, und eben schön ins Papier einarbeiten. Das mache ich dann ungefähr so, bis nicht mehr ja, so viel Flüssigkeit drauf ist. Also bis, wenn ihr das immer so hin und her wischt, dann sieht man halt am Anfang, hast du richtig so Streifen mit Flüssigkeit noch. Und wenn das halt nicht mehr ist, dann drehe ich es um. So, und ihr seht jetzt schon, es verändert sich schon ein bisschen. Es wird schon, also macht nicht mehr ganz so viel Krach und es wird schon ein bisschen weicher. Ja, und hier seht ihr, ist es echt schon komplett eigentlich eingezogen. Ja, dass manchmal dann hier so ein paar Krümel kommen, das ist halt völlig normal. Liegt natürlich dann auch immer am Papier, je nachdem, wie die Qualität eures Papiers ist. Ja. Und auch auf der Seite wieder schön einmassieren. Und ja, es bleibt dann halt irgendwann immer ein bisschen feuchter mit der Zeit und ihr dürft auch nicht zu dolle reiben, weil wir wollen natürlich nicht, ihr seht halt hier diese Fussel, ne? Wir wollen ja nicht, dass sich das Papier komplett auflöst. Wir wollen ja nur, dass es gut einzieht. Und hier auf der Seite ist es schon wieder weggetrocknet und es wird jetzt schon immer weicher. Also so könnt ihr halt ein bisschen testen, ob es schon genug ist oder nicht. Auf der Seite war es jetzt das dritte Mal und ihr seht mal hier, da ist jetzt auch nicht mehr viel drin in meiner Flasche. Und ja, es zieht jetzt auch schon immer besser ein und die Struktur des Papiers hat sich jetzt echt schon verändert beim Drüberreiben. Merkt man halt jetzt hier beim dritten Mal schon, dass es so ein bisschen ja so rau wird. Also es fühlt sich schon so ein bisschen wie Leder an. So, und ihr merkt auch halt, ne, immer mehr, dass sich das Papier, die Struktur so ganz verändert.
So, und jetzt reibe ich schon gar nicht mehr so dolle, sondern klopfe es mehr. Also so ab dem dritten Mal reicht es, wenn ihr dann nur noch klopft, dann macht ihr eben auch nicht noch mehr von den Sachen hier ab. Und da zieht das Papier das dann auch schon von alleine mehr ein. Und ihr seht, wie schnell das wirklich komplett im Papier verschwindet. So. Ja, ihr seht, ich habe hier noch, ich mache das jetzt auch mal ab, ich habe hier noch von einem Video, von einem anderen Video noch den Aufkleber drauf gehabt, weil ich nur diese eine Flasche habe, ne? Ich muss mich die ganze Zeit mit der behelfen. So. Ja, ihr könnt natürlich auch die Pulle, wenn ihr jetzt schon so viel da drauf habt, dann mache ich das meistens auch so ein bisschen was auf die Hand und dann klopfe ich das hier schön ein. So, ja, den letzten Rest verteile ich hier jetzt noch ein bisschen drauf und dann sollte es auf jeden Fall schon hinreichen. So, und wenn wir es jetzt nehmen, dann sehen wir wirklich, dass es schon so richtig, ja, einmal wie Leder schon so ein bisschen aussieht und es fühlt sich eben auch schon wirklich ledrig an. Ja, und als nächstes könnt ihr dann euer Papier nehmen und entweder könnt ihr jetzt das Ganze euch schon mal zurechtschneiden, zum Beispiel auf eine Größe, die ihr haben wollt für euer Projekt. Oder ihr könnt das Ganze jetzt auch durch die Big Short drücken. Das habe ich bei den beiden Sachen hier zum Beispiel gemacht. Da habe ich einmal diese neue Weihnachtsstanze, die es im Moment beim Action gibt. Oder gab zumindest. Die habe ich hier benutzt. Und hier ist auch eine Actionstanze gewesen mit den Sternen. Und das war, glaube ich, sogar diese 3D-Stanze. Und wie das funktioniert, wie ihr die benutzen könnt, da mache ich oben in die Info euch nochmal den Link rein zu dem Video, wie ihr diese Stanzen benutzen müsst. Oder nutzen könnt, damit es gut funktioniert. So, ja, was ich meistens als erstes mache, wenn ich jetzt mein Papier in so einer Lederoptik schon langsam habe, ich nehme das und zerknüttel mir das. Und da müsst ihr wirklich gucken, dass es dann wirklich schon ledrig ist, weil sonst reißt es euch ein. Und das wäre dann schade um das Glycerin und schade um die ganze Arbeit. So, und das mache ich halt öfter, so lange, bis mir das Ganze gefällt. Und dadurch kriegt es natürlich noch mehr diese Lederoptik. Ja, und jetzt könnte man das theoretisch schon so lassen. Also ich zeige es euch gerade noch mal in der Kamera. Also jetzt sieht es wirklich aus wie richtig schönes Leder. Ja. Und ja, entweder man lässt es so oder man schneidet es sich zurecht in die Größe, die man haben möchte. Ihr könnt es auch erstmal so trocknen lassen und dann eben in eure Größe schneiden, so wie ihr es haben wollt. Oder es passt ja jetzt auch so nicht durch die Big Short zum Beispiel. Da müsste man es auf 15 cm kürzen, in der Höhe zumindest, weil sonst die Breite, also zumindest in meiner Big Short passen nur 15 cm. Ich glaube, es gibt ja auch noch eine größere Big Short, wo breitere Papiere durchpassen, die habe ich aber nicht. Bei mir passen nur die 15 und ich müsste mir das dann halt zurechtschneiden und ich muss sagen, 15 cm ist immer eine schöne Höhe für Bücher, finde ich. Also für so ein kleines Büchlein, um das zu verschenken, ist das immer eine schöne Größe. So, ja, also, wie gesagt, ihr könnt das jetzt weiterverarbeiten, wie ihr wollt.
Und danach trockne ich das Papier immer und ich lasse das wirklich 1, 2 Tage komplett durchtrocknen. Ja, und weil wir jetzt natürlich nicht warten können, hier im Video, bis das getrocknet ist, habe ich noch ein paar vorbereitete und davon werde ich jetzt eins holen und damit machen wir dann weiter. Ja, ich hatte ja gesagt, dass ich den hier auch noch bearbeiten möchte und deswegen nehme ich mir hier gerade nochmal mein Tüchlein, den ich hier gerade alles ein bisschen sauber gemacht hatte. Mache mir meine Flasche noch ein bisschen vom Krümeln frei. Ja, und hier habe ich ja jetzt genug Vorrat. Und dann mache ich die mal so, ja, halb voll. Das ist ja jetzt nur so ein kleines Stückchen hier. Das dürfte ja nicht so dolle sein. Und ich habe das noch nicht ausprobiert, wenn das verschiedene Farben hat, wie das funktioniert, ob und wie das funktioniert. Das ist jetzt sozusagen auch mein erster Test. Und ich hoffe, dass hier nicht irgendwie so eine Art Lack oder so drauf ist, dass es vielleicht gar nicht durchweicht. Aber es scheint, jetzt wenn das Papier das schon aufnimmt. So, und dann von der anderen Seite. So. Ja, das macht euch natürlich hier schon ein bisschen Sauerei. Also wer will, kann sich da natürlich eine Unterlage drunter legen. Mir ist das jetzt egal. Das ist auch nicht schädlich für die Hände. Ich habe die Handschuhe jetzt halt nur an, eben wegen der Farbe, weil ich nicht wollte, dass ich danach schwarze Finger habe. Das Glycerin, das wird ganz viel verwendet, auch in Kosmetika und so. Also da braucht ihr euch deswegen keine Sorgen zu machen. Aber ich befürchte, dass das hier so ein bisschen irgendwie mit Lack oder so beschichtet ist, dass es nicht wirklich funktioniert. Weil es fühlt sich so an, als wenn es nicht so dolle einzieht. Also hier zum Beispiel schon, da war ja wohl irgendwie Kleberrest oder so. Da scheint es ganz gut einzuziehen, aber hier auf den anderen, da tropft es hier auch ein bisschen runter. Wird auch noch nicht wirklich weich. Ja, aber das war dann auch mal ein guter Test. Wenn es auch nicht klappt, dann ist es auch nicht weiter schlimm. Dann lasse ich es einfach an der Seite irgendwo liegen, trocknen und dann kann ich es ja als Papier trotzdem noch verwenden. Aber obwohl hier doch, hier wird es schon ein bisschen weicher jetzt. Aber das ist genau an der Stelle hier, wo dieses Dings ist, an den Ecken. Zieht er auch, nimmt das auch auf. Ihr seht das wahrscheinlich auch, schön dunkel ist. Also auf der Seite hier scheint da irgendwie so eine Art Lack drauf zu sein und der will das wohl nicht so richtig aufnehmen. Ja gut, war ein netter Versuch. Ich werde das jetzt einfach so trocknen lassen und werde es dann natürlich trotzdem verwenden, um es irgendwo drauf zu kleben. Ist ja ganz klar. So, ich ziehe mir jetzt meine Handschuhe mal aus. Die brauche ich jetzt nicht mehr. Und ich schnappe mir hier gerade noch mal mein Tuch und mache mir das hier noch mal ein bisschen sauber und vor allem wieder trocken, weil meine Papiere, die ich jetzt herhole, die sind ja schon getrocknet. So, und ich habe hier zwei verschiedene. Dieses hier, ich hatte nämlich am Anfang mit dem Glycerin-Wasser-Gemisch ein bisschen rumexperimentiert. Und zwar war dieses hier, genau wie das hier, bei den beiden habe ich sehr viel mehr Glycerin genommen. Und zwar hatte ich da ein Verhältnis von 6 zu 1. Und das Ding fühlt sich wirklich an wie diese, wie Leder-Fensterputztücher. Das fühlt sich genau so an. Ja, und dann das hier habe ich ja verstärkt mit dem Stoff. Das machen wir nachher auch. Und ja, wie gesagt, das war dieser eine Versuch. Und dann habe ich mich eben mit dem Glycerin ein bisschen runtergearbeitet. Und das hier ist zwar auch weich, fühlt sich auch ledrig an, aber es fühlt sich noch ein bisschen mehr nach Papier an als dieses hier. Und hier ist halt weniger Glycerin drin. Und dann habe ich, nachdem das ein bisschen angetrocknet war,
habe ich mir einfach einen Bastelkleber genommen und habe den hier reingekippt in mein Döschen und habe den dann mit halb und halb ungefähr Wasser gemischt und habe das ordentlich drauf verteilt. Wenn ihr das nicht macht, dann wird das, ja, wie soll ich das erklären? Dann reißt es schneller, es geht schneller kaputt, es ist dann nicht so stabil. Deswegen, sobald das ein bisschen angetrocknet ist, solltet ihr euch da auf jeden Fall den Kleber-Wasser-Gemisch einmal drüber, die ganze Geschichte nochmal trocknen lassen und dann ist es aber wieder stabil und dann reißen die Ecken nicht so schnell ein und so. Hier zum Beispiel hatte ich am Anfang keinen Kleber gemacht und da ist hier, seht ihr da, ist so eine Ecke so ein bisschen eingerissen und das ist halt schade, ne? Wobei, ja, wenn man so diesen Vintage-Look haben möchte, dass es halt so ein bisschen auf alt aussehen soll, dann ist es nicht so schlimm. Und so mag ich das sowieso am liebsten und dann war mir das nicht schlimm, dass es da oben ausfranst. Wenn ich es jetzt aber hätte verschenken wollen an jemand anderen und der mag vielleicht diesen Look nicht, dann ist es schlecht, ne? Deswegen macht euch vorher Kleber drauf, der zieht dann ein, das dauert dann, was weiß ich, so einen halben Tag und dann ist das richtig getrocknet und richtig eingezogen und ja, das war's dann. So, und hier seht ihr auch, hier habe ich schon ein bisschen mit Farbe rumexperimentiert. Und zwar nehmt ihr euch dafür einfach irgendwelche Farben. Am besten sind die Distrex, Oxid oder Inks. Also eben Farben, die wirklich viel Pigment haben. Und dann könnt ihr euch die nehmen und könnt eben auf eurem Papier hier nochmal ein bisschen, ja, andere Farbmuster, sage ich jetzt mal, noch mal ein bisschen andere Farben geben oder intensiver machen, oder wenn ihr dann eben so einen Braunton habt, dann könnt ihr es so ein bisschen alter aussehen lassen. Ich habe leider keinen richtigen, also von denen auf jeden Fall keinen Braun, aber hier so ein Ocker. Hier war es mir auch ein bisschen zu hell geworden an der Stelle. Ja, so das könnt ihr halt machen. Oder ich habe auch ausprobiert, bei dem einen Teil, da habe ich einfach mein Stampin' Up Wildleder genommen, weil ich fand, das passt halt von der Farbe her ganz gut. Und dann habe ich mir hier auch einfach so ein Stempelteil genommen. Und ihr seht gerade, ich habe hier so, ja, so ein paar Krümel dran und dann sieht man, dass das dann hier, das funktioniert nämlich auch wunderbar. Also das könnt ihr auch mit euren Stampin' Up Stempelkissen gut machen. Und naja, eben Wildleder und Leder, das passt ja ganz gut von der Farbe, dachte ich mir. So, wenn euch die Farbe ein bisschen zu stark geworden ist, dann macht ihr das, was ich gerade gemacht habe, einfach ein bisschen nochmal kneten und dann geht nämlich die Farbe noch mal wieder ein bisschen zurück. Das funktioniert ehrlich gesagt sogar am besten, wenn das Teil noch feucht ist. Also wenn ihr eins euch frisch macht und dann direkt gleich mit Farbe drüber geht. So habe ich es übrigens hier und hier auch gemacht. Da waren die noch nass und bin dann mit Farbe schon drüber gegangen und habe dem halt schon Struktur und Farbe verliehen. Und wenn man dann knetet, dann zieht sich das Ganze noch mal ein bisschen besser wieder rein. Also wenn ihr dann zu viel habt, dann könnt ihr das eben noch mal ein bisschen beheben. Ja, und ich nehme mir jetzt mal mein Lineal und gucke mal, was für ein Maß ich hier jetzt eigentlich habe. 21,5 mal 14,5. Ja, und wie gesagt, jetzt könnte ich mir theoretisch wieder eine ein Embossing-Folder schnappen und könnte mir da eben was reinmachen. Hier bei dem seht ihr auch, ich habe das nicht geknüttelt. Ich habe das mit Absicht glatt gelassen und habe dann nur mit dem Embossing-Folder das Muster reingemacht und habe es ganz glatt gelassen, weil ich wollte hier nicht diese Knautschoptik haben. Es gibt ja auch so ein glattes Leder, ne? So, ja, und dann, nachdem wir uns das ausgemessen haben,
können wir uns das Ganze theoretisch einmal in der Mitte falten. Jetzt könnt ihr auch gucken, ob es hier gut übereinander passt. Hier passt das jetzt super. Und dann könntet ihr euch jetzt als nächstes von eurer Länge hier die Mitte nehmen. Ja, 14,5, dann ist hier meine Mitte bei 7,25. Und jetzt guckt ihr, dass ihr in dieser Faltung bleibt. Also, dass ihr das, die Markierung jetzt wirklich direkt in der Falte macht und nicht darüber oder darunter, weil dann ist es nämlich nachher ärgerlich. Ihr könnt es auch, nee, es ist besser, wenn es offen ist. Also ihr seht ja jetzt, wo eure Faltung ist. Und jetzt nehmt ihr euch, wie gesagt, hier die Mitte und guckt, dass ihr, wenn ihr euren Piekser draufsetzt, dass es wirklich hier in diesem Knick drin ist. Sonst sieht es nachher nicht schön aus. Und dann piekt ihr hier einmal durch. Ja, und dann macht ihr hier nochmal das Gleiche. Dann nehmt ihr euch hier nochmal die Mitte und geht hier nochmal ein bisschen so in etwa jetzt, weil ich habe jetzt hier so eine doofe, krumme Zahl. Aber so in etwa, dann hiervon nochmal die Mitte und hier eben auch. So. Hier. So, und mit diesen drei Löchern packt ihr euer Teil jetzt erstmal an die Seite. Im nächsten Schritt braucht ihr ganz normales Kopierpapier und am besten einen Schneider, mit dem ihr eben das Papier trimmen könnt. Und wir hatten ja vorhin gesagt, dass wir hier eine Länge von 21,5 haben. Ich würde empfehlen, immer so einen Zentimeter vom Rand wegzubleiben. Also beziehungsweise auf jeder Seite einen halben. Hier mache ich es diesmal sogar noch ein bisschen mehr, damit ich eine geradere Summe bekomme. Und zwar werde ich jetzt hier 20 cm nehmen. Das wird dann nachher ungefähr so hier drin liegen. Habe dann am Rand immer ein bisschen mehr als einen halben Zentimeter Platz. Und in der Höhe war meins jetzt hier 14,5 und dann nehme ich die 14, dann hat man zu dem Rand hier nur so einen schmalen Platz. Ich glaube, ich nehme die 13. Ja, mit 13 ist das auch noch in Ordnung. Ich nehme die 13 cm. Das bedeutet, ich schneide mir das hier jetzt erstmal auf 20 cm. Die messe ich mir hier einmal ab. So, und schneide mir das Papier hier ab. Und dann drehe ich es mir einmal und messe mir hier die 13. Zack, das mache ich auf der anderen Seite auch nochmal. Da drehe ich das Papier auch, dass ich dann die Schneidkante nur auf einer Seite habe. So. Und das Gleiche mache ich exakt nochmal. Wieder auf 20. Und dann eben zweimal auf 30. Beziehungsweise ihr guckt dann eben nach euren Maßen, die ihr euch ausgerechnet habt oder abgemessen habt. So. Hier wieder 13. So, und wenn ihr jetzt vier Teile habt, dann nehmt ihr die, faltet die, also legt die schön übereinander, dass alle Ecken aufeinander sind. Und dann nehmt ihr euch die Hälfte von der langen Seite, was in meinem Fall ja 10 cm wären, weil das Ganze ist ja 20, und falzt einfach alle vier Papiere einmal in eins durch. Und dann faltet ihr euch die einmal in der Mitte zusammen. Und so habt ihr schon einen Teil eurer Papiere. Und bei vier Papieren geht das immer ganz gut noch. Auf jeden Fall bei dem Brett hier mit dem Falzen. Ja, und die packe ich mir an die Seite. Und das Ganze mit diesen vier Papieren mache ich noch
Eins, zwei, drei, vier, fünf Mal. Also insgesamt sechs Mal mache ich mir hier so einen Viererhaufen. Ja, und weil das jetzt ein bisschen lange dauern würde, das mit euch zusammen zu machen, mache ich das gerade allein. Einmal zeige ich euch noch. Einmal nehmt ihr die Länge, die ihr euch ausgemessen habt von eurem Buch. Dann nehmt ihr die Breite und wenn ihr Glück habt und aus einem DIN A4 Blatt 2 bekommt, upsi, jetzt bin ich verrutscht, so, und hier drunter ist es noch ein bisschen weich von dem Glycerin-Wasser gemischt. Und auf der anderen Seite eben auch, wie gesagt, wenn ihr Glück habt, dann kriegt ihr aus einem DIN A4 Papier 2 und so verbraucht ihr dann eben nur zwei Papiere pro einmal vier Seiten, beziehungsweise acht Seiten. So, ja, ich mache das jetzt gerade allein weiter und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe jetzt noch einmal vier Stück gemacht, das heißt, ich hätte jetzt auf jeder Seite acht Seiten, also 16. Und jetzt bleibt euch das überlassen, wie ihr das dann am Ende macht. Also erstens bleibt natürlich euch überlassen, wie viele Papiere ihr überhaupt reinmacht. Und zweitens bleibt es euch auch überlassen, wie ihr es macht. Also ich habe es so gemacht, dass ich immer acht Papiere quasi aufeinander nehme. Das Ganze mache ich dreimal. Na, komm, halte dich. So. Und so, und dann habe ich nämlich hier immer, wie ihr seht, so einen Zwischenraum und immer von der Mitte von diesen Papieren dann eben hier diese genähte Fläche. Und das bleibt jetzt euch überlassen, ob ihr das auch so machen wollt, dass ihr immer also dreimal acht Papiere haben wollt. Oder ob ihr sagt, nö, ich will hier jetzt einfach nur 16 Zettel, die reichen mir hier drin, mehr Blätter möchte ich da gar nicht drin haben, dann ist das so, dann sind es halt nur 16, das entscheidet ihr ja ganz frei. Oder aber ihr sagt, nee, ich möchte die gern alle aufeinander haben. Das könnt ihr natürlich auch machen, dass ihr die alle aufeinander legt und dann eben nur ein einziges Mal festmacht. Ich glaube, es ist aber ein bisschen stabiler, wenn man es in drei Etappen macht. Ich werde es aber diesmal ausprobieren und werde mir auch, ich werde diesmal nur zweimal acht nehmen und werde die eben einmal komplett aufeinander machen und werde mal gucken, wie stabil das dann ist, um das einfach mal auszuprobieren. So, das heißt, ich mache mir jetzt noch acht Papiere und wir sehen uns gleich wieder. Okay, ihr Lieben, wenn ihr jetzt genug Papiere habt, wie ihr in euer Büchlein machen wollt, dann nehmt ihr euch jetzt eure entweder einzelnen Stapel, lasst einen erstmal liegen, nehmt nur einen Stapel. Oder wenn ihr sagt, nö, ich mache das alles in eins, dann nehmt ihr jetzt den ganzen Stapel und legt den hier an eure entstandenen Löcher. Schnappt euch einen Bleistift, legt es so hin, dass das Papier möglichst mittig liegt. Liegt, sieht nachher dann am schönsten aus, wenn es mittiger liegt, und dann macht ihr euch einfach da, wo ihr die Löcher habt, am Papier eine Markierung mit dem Bleistift. Dann könnt ihr das wieder an die Seite legen, klappt eure Heftchen auf und dann schnappt ihr euch einen Piker und stecht eben in das Loch, am besten schön in der Mittellinie von eurem Papier und stecht einmal durch. Und das machen wir auch hier und auch auf der anderen Seite. Als nächstes schnappen wir uns Nadel und Faden. Und hier habe ich noch einen Rest, den brauche ich jetzt aber nicht mehr. Und zwar nehmt ihr euch hier bitte einen echt stabilen Faden. Also ihr seht, ich habe hier einen, ja, der ist echt ziemlich stabil. Und wir brauchen den auch relativ lang.
Ich mache ihn immer lieber ein bisschen länger, als wenn ich ihn zu kurz habe. Schneidet euch was ab und dann müsst ihr den in eure Nadel reingefummelt kriegen. Ja, das mache ich glaube ich gleich auch mal allein, weil das dauert bei mir hier manchmal eine Weile, weil der Faden dicker ist als mein Nadelöhr. Ich habe hier eine, ich versuche es euch mal zu zeigen. Oh, könnt ihr sehen? Nicht so gut, ne? Ja, doch, ein bisschen vielleicht. Ja, so. Also der ist echt, ist nicht besonders dick. Ich mache das aber mit Absicht, weil umso dicker eure Nadel ist, umso mehr leiert natürlich dieses Loch aus und das sieht dann halt nicht mehr so schön aus. Deswegen lieber ein bisschen fummeliger den Faden ins Nadelöhr zu bekommen und dann eben hier feiner arbeiten zu können. Ihr könnt aber auch eine dickere Nadel nehmen, wenn euch das nicht stört, dass die Löcher dann nachher ein bisschen dicker sind. So, ich friemel mir hier gerade den Faden in die Nadel und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, ich habe es tatsächlich beim zweiten Versuch schon geschafft. Und jetzt nehme ich den Faden doppelt. Und dann mache ich am Ende einfach einen Doppelknoten. Also nicht so einen Doppelknoten, sondern ja, nehme mir das hier so. Die beiden Enden wirklich auf gleiche Höhe. Zack, so. Und dann nehme ich einfach beide Fäden, drehe die einmal um meinen Finger und mit dem Daumen zwirbel ich das unten so zusammen und hier ziehe ich dann mit dem Nagel, halte ich es fest und ziehe es dann nach unten weg. Und dann hoffe ich, dass mir das hier jetzt nicht verknotet. Das wäre nämlich ganz doof. Ja, das ist immer das Doofe mit den langen Fäden, ne? Also meine Oma hat früher immer gesagt, langes Fädchen, faules Mädchen, aber ich kann das gar nicht nachvollziehen, weil so länger der Faden ist, umso schwieriger wird es eigentlich. Und umso komplizierter ist es. Also hat das ja dann nichts mit faul zu tun. Ne? Man muss halt, wenn man einen kurzen Faden hat, öfter wieder auf die Nadel drauf machen. Ne? Vielleicht war das damit gemeint, keine Ahnung. So, ich habe es jetzt einigermaßen hinbekommen, dass es hier nicht. Also es ist nicht verknotet. So, und beginnen tun wir mit unserem Teil. Und jetzt müsst ihr natürlich genau wissen, was ihr außen und was ihr innen haben wollt. Also bei mir ist das hier auf jeden Fall außen. Und dann piekst ihr von außen nach innen in dem mittleren Loch. Und das gleiche macht ihr jetzt hier. Also ihr geht jetzt hier auch in das mittlere Loch und fädelt euch hier quasi eure ganzen Papiere auf. Zack. Und dann kommt das hier einmal durch. Ja, und hier rutscht man die jetzt natürlich alle so hin, dass sie alle gleichmäßig sind. So, und dann biege ich mir das hier immer so ein bisschen um und gehe halt hier durch mein Papierloch. Müsst ihr halt gucken, das ist so ein bisschen am Anfang ein bisschen friemelig, da durchzukommen überall, weil manchmal die Löcher ja doch nicht das Papier dann wieder ein bisschen verschiebt oder so und dann nicht gleichmäßig ist. So, dann ziehen wir das hier so durch. Lege ich mir das mal so hin und gucke hier, wo hier das nächste Loch ist und dann gehe ich hier durch und ziehe mir das Ganze wieder fest. Ja, dadurch, dass ich hier jetzt so wirklich so viele Papiere auf eins habe, ist es ein bisschen rutschiger. Also wenn ihr wenn ihr weniger auf einem Papier habt, dann ist es nicht ganz so rutschig. So, hier ziehe ich jetzt noch mal ein bisschen nach, dass es hier wirklich schön fest ist. Dann kam mir auch gerade noch ein bisschen was an Faden entgegen. So, dann gehe ich hier wieder einmal durch und dann natürlich hier. Und auch hier wieder gucken. Ihr könnt euch hier natürlich auch so eine Hilfe nehmen, dass man sich hier nicht hinten in den Finger piekt. So. Okay. Ja, und dann ziehen wir das Ganze wieder ein bisschen fest. Natürlich nicht zu dolle, nicht, dass euer Papier da völlig kaputt geht, das wäre natürlich auch doof. Ja, und dann gehen wir wieder durch die Mitte
Und da gucken wir jetzt, dass wir beim hinten rauskommen, da so dicht wie möglich neben unserem Knoten rauskommen. Ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen. Dann ziehen wir einmal durch und dann gehe ich hier, nehme ich mir hier diesen Knoten, den ich am Anfang gemacht habe. Ich muss das andersrum drehen. Hier den Knoten, den ich ganz am Anfang gemacht habe. Und da ist ja unten quasi wie so eine Öse. Und da ziehe ich einmal durch, um mir das Ganze auch zu fixieren. So, und dann ziehe ich es natürlich überall wieder schön fest, damit der Faden hier unten eben nicht zu lang ist. Und ziehe dann auch hier wieder fest. So, jetzt gucke ich nochmal, dass ich hier noch mal ein bisschen fester ziehe. Weil ich halt nicht möchte, dass dieser Dings hier so dolle raussteht. Wobei wir das nachher mit Kleber sowieso noch mal ein bisschen fixieren. Und wir müssen es ja eh noch fester nähen. Und deswegen ist es nicht ganz so schlimm. So, ja, und dann habe ich ja hier quasi jetzt mit dem Knoten das fixiert. Und jetzt gehe ich wieder ganz genau wie vorher durch das mittlere Loch und nähe mir das Ganze ganz genauso nochmal fest, was ihr auch machen könnt. Das hier ist ja jetzt hier sehr locker und ihr könnt auf der anderen Seite von dem, also das hier so ein bisschen rüberschieben und hier durchgehen, dann habt ihr es nämlich da auch noch ein bisschen fixiert. Und wenn ihr euch nicht so ganz sicher seid, dann könnt ihr es so aufklappen und dann eben so durchpieken und von da aus dann weitergehen. Ja, das ist immer ein bisschen friemelig, besonders in der Mitte, weil es da ja jetzt schon einigermaßen fest ist und man da jetzt auch nicht mehr so viel machen kann. Aber da seid ihr durch. Und dann machen wir das ganz genauso nochmal wie vorher. Wir gehen hier wieder einmal durch. Und hier seht ihr am Rand, da geht es irgendwie schon einfacher. Und dann wieder hier noch einmal durch. Immer in das gleiche Loch einfach nochmal rein. Und noch ein letztes Mal durch die Mitte. So, und jetzt fange ich an, das Ganze hier ein bisschen festzunähen, indem ich wieder in diese Öse von dem Knoten reingehe, wie ich das vorhin schon gemacht habe. Ups. Und vernähe mir das einfach in der Mitte. Ich gehe auch mal hier komplett unten drunter, also unter diese ganzen Fäden, aber immer schön an der Mitte. Und wenn ich das jetzt so zwei, dreimal gemacht habe, dann gehe ich hier wieder durch. Am besten irgendwo mittig von dem Ganzen. Und dann mache ich mir hier durch diese Öse, gehe ich hier einmal mit der Nadel durch, so dass ich eben einen Knoten quasi bekomme. Und das mache ich jetzt noch so zwei, dreimal, damit das nachher dann wirklich ordentlich fest ist. Da müsst ihr dann selber gucken, wie oft ihr das machen wollt, weil natürlich wird dann dieser Knubbel halt auch ein bisschen dicker. Aber so schlimm ist es nicht. So, ich habe es jetzt dreimal gemacht und dann schneide ich es mir relativ weit unten ab. Und als nächstes nehme ich mir hier mein Wasserklebergemisch, nehme mir einen ganz normalen Pinsel und gehe hier überall einfach schön drüber und kleister mir das wirklich schön ein. Und dabei könnt ihr ja auch die Fäden, die ihr abgeschnitten habt, noch so ein bisschen hier an die anderen Fäden dran drücken und durch den Kleber, wenn der dann fest ist, da bleibt es dann dran. So, das war jetzt einmal die einfachere, schnellere Variante, wo ihr dann ja, hier euer
einfaches Papier einfach nur habt und dann nur ein paar Zettel. Das legt ihr jetzt natürlich auch wieder an die Seite zum Trocknen und ja, der Kleber, das dauert nicht so lange, bis es vertrocknet ist. Und dann könnt ihr es anfangen zu dekorieren und ja, dann kann man es theoretisch schon verschenken. So, wenn man das Ganze noch ein bisschen stabiler machen möchte, ihr seht, ich habe hier einmal schon, bevor ich das Ganze zum Trocknen hingelegt habe, hatte ich das schon in der Mitte gefaltet, weil ich hier einfach so ein höheres, längeres Büchlein haben wollte. Und hier werden wir das Ganze jetzt verstärken. Und zwar benutzt ihr dafür einen Baumwollstoff, einen festen. Welcher das ist, das bleibt völlig euch überlassen. Ich gucke gerade mal und suche mir mal einen raus. So, ich habe jetzt einen gefunden, den ich ganz witzig finde und den ich hier verwenden möchte. Ja, und jetzt guckt ihr halt, was oben und was unten sein soll. Und dann nehmt ihr euch den Stoff, legt den verkehrt rum hin, nehmt euch wieder euer Leder und wieder einen Pinsel mit dem Wasser hier und dann wird das Papier hier schön mit dem Kleber eingepinselt und das darf auch ruhig ein bisschen dicker sein. Aber mein Kleber reicht auch nicht, den werde ich mir gleich noch ein bisschen anmischen müssen, aber das ist nicht so wild. Ja, und wie gesagt, ich habe hier einfach irgendeinen günstigen Bastelkleber, das muss jetzt kein besonderer sein, hergenommen und zack, fülle das wie gesagt einfach nur hier rein. Na komm, geh wieder zu. So, und dann nehme ich mir hier einfach von meiner Trinkflasche, die ich hier stehen habe, einfach einen Schluck Wasser. So, und dann vermische ich mir das Ganze vorsichtig. Am Anfang ist es doch, möchte sich das nicht gleich vermischen, aber so nach ein paar Sekunden vermischt es sich dann doch gut. Ja, jetzt fängt es schon an, sich ganz gut zu vermischen. So, ja, und dann könnt ihr das sofort benutzen und euch gleich eure Sachen da aufpinseln. Dadurch, dass ich den Kleber mit dem Wasser vermische, zieht der Kleber irgendwie besser wieder in das Papier ein und dadurch hält es irgendwie besser. So. Ja, und wenn ihr dann überall ordentlich Kleber drauf habt, vor allem bitte an die Ränder, auf die Ränder achten, weil das ist doof, wenn ihr die nachher dann wieder hochklappen müsst. Ja, und dann nehmt ihr euch einfach euer Teilchen hier, dreht euch das um und packt euch das dahin, wo das eben nachher sein soll und dann drückt es fest. Ja, und wie kann es anders sein? Das Ganze muss natürlich wieder ein bisschen trocknen. Da das aber nicht besonders lange trocknen muss, könntet ihr einfach auch das Teil wieder umdrehen und euren Föhn nehmen, euren Heißluftföhn, Embossingföhn, wie auch immer, und auf der Stoffseite hier einfach ordentlich drüber föhnen. Das werde ich jetzt auch machen, weil dann geht es einfach schneller. Ja, und wenn ihr das jetzt schön festgeföhnt habt und das Ganze schön fest zusammen ist, dann schnappt ihr euch einfach nur die Schere und schneidet eben an der Kante hier entlang. Da könnt ihr jetzt eine Stoffschere nehmen oder ja, ich habe jetzt hier meine Allgemeinschere genommen. Ja, und dann müsst ihr halt gucken, dass ihr hier wirklich gut am Rand bleibt und am Rand lang schneidet.
Ja, bei mir geht das jetzt hier auf der einen Seite ein bisschen schwieriger mit dem Schneiden, weil der Stoff bei mir hier ist zu der Seite hier ein bisschen elastisch. Also das geht auch. Ihr könnt auch einen Stoff nehmen, der ein bisschen nachgibt. Besser ist aber eigentlich ein fester Stoff. Aber ich fand den jetzt so cool, deswegen wollte ich den unbedingt nehmen. Ja, und jetzt verfährt man eben genauso, wie wir auch mit diesem hier verfahren sind. Wir markieren uns wieder, also falten uns das Ganze zusammen. Dann messen wir uns wieder die Mitte aus und machen uns wieder unsere Löcher, machen uns unsere Papiere und nähen das Ganze wieder so fest, wie wir es hier gemacht haben oder wie wir es hier gemacht haben. Je nachdem, für welche Variante wir uns entschieden haben. Ja. Und weil ich euch das ja schon gezeigt habe, wollte ich euch das jetzt nicht nochmal zeigen. Was ihr beachten müsst, bevor ihr jetzt wirklich weiterarbeitet, dass das wirklich alles gut trocken ist. Weil sollte das noch nicht richtig trocken sein und ihr faltet es jetzt zusammen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es sich hier neben der Faltung wieder ein bisschen ablöst und das dann nachher wieder reparieren, das geht wirklich doof. Deswegen wartet wirklich oder föhnt so lange, bis es wirklich richtig trocken ist und verarbeitet es erst dann weiter. Ja, das war die zweite Variante, was wir mit diesen Sachen machen können. Was ihr natürlich auch machen könnt, ihr könnt euch Pappteile zurechtschneiden und könnt euch ein richtiges Album mit festem Karton machen. Und dann nehmt ihr eben euer Lederimitat und spannt das quasi drumrum, so wie man eben auch ein ganz normales Album mit normalem Papier einbindet. Nur dass es sogar noch ein bisschen schöner geht, weil das Papier hier nämlich noch ein bisschen nachgibt und man kann es besser umlegen. Ja, ich habe mal ein Video dazu gemacht, ist schon ein bisschen älter, also wundert euch nicht, wenn die Quali da vielleicht noch nicht so doll ist. Ich werde es aber oben mal in die Info packen, dass ihr da auch nochmal das Video zu habt, wie man so ein Album einschlägt, falls ihr das noch nicht wisst. Ja, ihr Lieben, das waren meine Ideen zu diesen Lederbüchlein, das habe ich natürlich nicht neu erfunden. Das habe ich mir auch bei anderen Leuten abgeguckt. Ich habe aber, wenn ich gesucht habe, eigentlich immer nur Videos gefunden, die englisch waren. Und deswegen fand ich die Idee ganz gut, das auch in Deutsch zu machen. Wobei ich sagen muss, dass ich heute auch ein deutsches Video gefunden habe, wo das jemand gemacht hat. Okay, ihr Lieben. Also, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr hattet eine kleine Anregung und euch hat das Video Spaß gemacht. Tschüss.